Okay, ich sag einfach mal, wir legen jetzt los. Wir haben hier Rainer, wir haben Banks, wir haben Nougat Bites und ich wünsche euch allen viel Spaß. Jetzt geht's los, fast. Cut. Bites. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Nougat Bites. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, wir sind auch sehr froh, wieder da zu sein. Und weil wir nach dem letzten Mal, also das zweite Mal, als es gab, mal in einem Podcast ein paar von den Übersetzerinnen und Übersetzern über den Kongress haben reden hören, die ganz besonders eine Veranstaltung hervorgehoben haben, möchten uns jetzt im Vorhinein schon mal ganz doll bedanken für die Schmerzen, die die Übersetzerinnen und Übersetzer durchleben werden. Herzlichen Dank in die Kanzeln und was ihr tut, ist sehr, sehr, sehr von uns geliebt und respektvoll behandelt. Also haltet durch. Because we opened, so, man hört mich noch nicht, oder? Because we opened the box of Pandora. Genau. Okay, also wir werden zwei Runden spielen und in jeder Runde gibt es zwei Teams, die haben wir auch vorher schon mal rekrutiert und wir würden jetzt mal kurz noch die Regeln erklären und zwar sind das Begriffe aus den Bereichen IT, Netzpolitik, so im engeren und weiteren Sinne. Netzpopkultur. Netzpopkultur, genau. Eine Seite ist immer dran, die hat eine bestimmte Zeit, und zwar 42 Sekunden, einen Begriff zu raten. Wenn sie es nicht schafft, also wenn das Team es nicht schafft, diesen Begriff zu erraten, dann gibt es nochmal 23 Sekunden hinten dran, dass das andere Team mitraten kann. Dann können sie quasi um die Wette raten. Wenn dann immer noch nichts passiert ist, dann wird es nacheinander drei Hinweise geben. Diese Hinweise sorgen dafür, dass die jeweils pro Frage zu bekommenden Punkte nochmal reduziert werden. Bits wollten wir sie nennen. Bits. Wir nennen sie Bits. Nougat Bits. Genau. Und wenn danach immer noch kein Team die Antwort hat, dann würden wir das Publikum zusammen animieren, die Lösung reinzurufen. Wenn ihr vorher schon die Lösung wisst und platzt, wedelt mit den Händen oder mit Gegenständen, die ihr am Körper tragt, die im besten Falle irgendwie vielleicht noch mit Bändern am Körper befestigt sind, um zu zeigen, dass ihr es wisst, aber behaltet bitte dicht, damit die Teams weiterhin in Unwissenheit bleiben und raten können. Also ihr seid sozusagen die lachenden Dritten, die die Arme hochreißen. Wenn das ganz am Anfang passiert, dann kriegt ihr sowieso auch Punkte des Herzens. Bits des Herzens. Genau. Gut, das ist eigentlich, ja, dann gibt es Rundendurchläufe. Und zum Schluss, das Gewinnerteam bekommt dann eine Packung Nougat Bits und muss dann ausrechnen, wie viele Bytes das sind. Genau. Gut, dann würden wir jetzt einfach anfangen. Und zwar das erste Team, was wir gerne auf die Couch rufen wollen, besteht aus drei sicherlich bekannten Persönlichkeiten.
Ja, ja. Bitte, Publikum pfeift die Titelmelodie von zwei der Persönlichkeiten. Ja, bitte. Applaus für die drei. Guten Tag. Guten Tag. Setzt euch, ja. Ihr habt noch die Möglichkeit, eine Couch euch auszusuchen. Sehr schön. Herzlich willkommen. Dann wünschen wir auf alle Fälle uns, dass das Team X-Hain, die X-Hain-Bande, auf die Bühne kommt als Kontrahentengruppe. So. Und jetzt, bevor es überhaupt losgeht, würden wir euch bitten. Das sind zu viele. Oh, Moment. Es wurde gesagt, 3 bis 5. Drei. Achso, Fair Play. Es wurde gesagt, 3 bis 5. Dann sind zu viele. Oh, ich glaube, wir müssten mal. Das ist nicht fair. Sie haben ja nicht mehr Mikros als ihr. Also, wir können rekrutieren. Also, Markus, hier kommt. Na, also, ja. Gut, wenn, also ja, ich glaube auch in Worten pro Sekunde seid ihr auch unschlagbar, glaube ich. Das ist ein bisschen schwierig. Nee, also ich finde auch, das ist nicht fair. Na, okay. Wen siehst du denn gerade noch im Publikum? Muss dieses Spiel gewinnen. Wir haben nichts. Man hat gesagt, dass er da sitzt. Wir haben nichts an dieser Zusammenstellung arrangiert. Es gab anonyme Mails. Siehst du noch jemanden im Publikum, den du gerne bei dir haben willst? Wollt ihr noch eine Person haben aus dem Publikum? Wir wollten Iggy und Neuner haben. Die kommen. Nee, ist nicht eine Person. Doch, das ist eine Person. Die sind die gleiche. Okay. Gut, wenn ihr noch Platz findet. Gut, also zuerst mal auf der Seite. Ihr hattet doch einen Teamnamen euch ausgedacht. Wie wollt ihr euch denn? Ihr habt uns vorgewarnt und wir haben uns einen Teamnamen ausgedacht. Lass mich raten, du setzt dich auch dahin? Und morgen fällt Weihnachten auf Silvester. So, und uns gratuliert niemand. Nee. Hallo. Oh, er hat uns begrüßt. Moin. Moment, ich notiere das auch nochmal. Er hat uns begrüßt, er war freundlich. Wir brauchen keine KI für Bias. So. Wie heißt ihr denn nun? Neuner? Nee, die, also euer Team. Team. Ne? Euer Team. Wie ist denn euer Teamname? CCC. Ja. Ne? Jetzt kommt mal. Okay. Ich auch nicht. Ich habe gerade nicht zugehört. Der Name. Euer Teamname. Wir sind die X-Hain-Bande. X-Hain-Bande, okay. Kleines X, großes H, bitte. Minus Bande. Der nicht mal einen richtigen Namen. Alles case-sensitiv. So? Ja. Mhm. Sehr schön. So, seid ihr alle fertig? Nein. Welche ihr fangt an, ne? Auf der rechten Seite. Also wer anfängt, wer die Runde zuerst, diese 42 Sekunden raten kann, das wird immer eingeblendet zuerst. Es wird unten links, unten in der Mitte gibt es einen Zeitbalken, der ist so grün, wo die 42 Sekunden noch laufen. Und der Name, der fett gedruckt ist in weiß, der darf immer dann raten. Wenn beide fett gedruckt in weiß sind, dann können beide raten. Das werden wir jetzt gleich an der Praxis sehen. Also. Asan oder? Nee, ihr müsst ja sagen und wir bestimmen dann, wer richtig war. Also, stellen Sie Ihre Sitze aufrecht. Es geht los. Byte One. CCC beginnt. Ihr guckt darauf, ihr seht auch die gleichen Sachen und ihr werdet relativ schnell verstehen. Und ich möchte ja mal erwähnen, dass ich die ganze Software nochmal auf Breitbild umgestellt habe. Wir können Breitbild. Hallo. 2017. 3D-Drucker. Ja. Das war jetzt das Beispiel, ja, um zu erklären, wie es funktioniert, ne? Die ersten sind leichter, genau, das ist ein 3D-Drucker. Wunderbar. Okay. Es gibt 4 Bits. Moment. Wollen wir das wirklich konz alles immer nochmal erklären? Du meintest okay, oder das war jetzt aber wir machen das zu nachher einfach. Dann. Nein. Zu einfach. Okay, sobald es mindestens ein Lacher im Publikum, auch wenn es ganz hinten ist, dann hat es jemand verstanden und dann haben wir unser Ziel erreicht. Okay, gut. Okay, so machen wir es. Gut. Das waren die schönsten Momente damals. Ja. Okay, jetzt seid ihr dran. Nächstes Bild für euch. Ihr könnt auch laut denken und sagen, was seht ihr da? Masse. Handelweite. Und ins Mikro sprechen. Masse, Gewicht. Gewicht heben. Handeln. Hantel, Fitness. Ein Byte, Quadrat. Byte. Also wir müssen das hören. Ach, Fitbit. Nicht sagen. Yes. Oh.
Ich muss leise denken, aber dann kommt das. Ja, leise denken. Hauptsache, die Lösung kommt laut. Genau. Aber ihr merkt langsam, wie das Spiel funktioniert. Aber es ist ja auch der Anfang. Das ist ein Bit. Genau. Wir steigern uns. 4 zu 4. Fitbyte. Gut. Also, hier gibt es 3 Fitbyte. Bits zu gewinnen. Ihr seid jetzt dran. Okay. Wer ist das? The Rock oder so? Auf dem Brandenburger Tor? Dieselgate. So einfach. Dieselgate. Yes. Dieselgate. Vielen Dank. Da habt ihr euch aber ganz schön schwer getan. Ne? Also ihr seid gut in Form und sehr, sehr flink. Ihr seht ganz schön alt aus, oder? So, Prinzip was, verstanden. Ihr habt fast 15 Sekunden gebraucht, um das zu erkennen. Also. So, weiter geht's. Petrinet, Spinnet, ja, das Rot, Blau, Grün, Gelb. Petrinet war schon dabei. Ja, das haben wir schon gehört. Die Lösung ist ein Petrinet. Das ist ein System. Petrinet, genau. Das ist aus der theoretischen Informatik, wenn man diskrete Automaten. Ja, das meine ich auf jeden Fall. Ja, genau. Das braucht man im Studium nie wieder. Ich glaube, das nächste Mal müssen wir dafür sorgen, dass die Leute es auch erklären. Erklären oder in den Augen sehen, dass es brennt und sich dafür begeistert. Nee, wir sind nicht bei Jeopardy. Wir bauen dann hier einfach eine Tafel auf, sodass man mal so Aufgaben vorrechnen kann oder so. Ich glaube, das kriegen wir mal hin. Okay. Gut. Und weiter. Okay, ungläubiges Freuen. CCC ist wieder dran. Okay, Baumwurzel. Ja, bitte, ja. Root? Root? Ja, Tree. Schon mal. Gut. Nicht so viel Ja sagen. Oh, ja, nein. Stimmt, ich. Sonst meckern die. Ja, stimmt. Okay, wir hören schon lachen im Publikum. Haben wir schon Hände da hinten? Auf jeden Fall verwurzelt. Rootkreis. Spot Root. Oh, der Druck muss furchtbar sein. Bonsai Root. Ah, was? Der Balken läuft und läuft. Da kommt so ein Geräusch. Vorsicht, Vorsicht, jetzt. Graswurzelbewegung. IT. Das hätte ich auch gesagt. Von Baum. Auch schön, aber noch nicht dicht genug. Also nicht wir sind dicht genug, sondern die Lösung noch nicht. Wurzelbewegung. Root Access. Root Focus. Expose Root. Rootkreis. Root Circle. Okay, time's up. So, jetzt sehen wir schon Hinweise und die Bits werden abgezogen. Wurzelbewegung. So. Root Server? Root. Hardware Server. Ist das ein Hinweis? Okay, weiter geht's. Software ist der Hinweis, ja. Rootkit. Hey. Nein. Ich würde gerne helfen. Root Tree? Ist das denn ein echter Baum? Es ruft auch keiner. Fake Root. Oh. So, jetzt muss ich aufpassen, ihr seid Team. Exakt, Fake Root. Okay. Wo ist denn der Fake? Naja, mit viel Hilfe. Na, der ist, das also wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es so Stoff ist. Es ist nee, und der ist auf dem Bildschirm. Auf Plaste, ja. Ach so. Okay. Ich dachte, der Root. Ist gerendert. Die Wurzeln wären Karotten. Also. Wenn ihr Details sehen müsst, dann müsst ihr da oben, da ist noch mehr Pixel zu sehen. Ich war den ganzen Tag in der virtuellen Realität. Für mich sieht das echt aus. Ja, das ist dieses 3D, von dem alle reden, ne? Aber macht doch nichts, weil ihr habt keine Punkte bekommen. Was? Ich hab's doch geraten. Ja, aber die Punkte wurden abgezogen und es gibt am Anfang nur 4 und wenn dann 3 Hinweise gegeben werden... Dann muss es ja noch einen geben. Ja, aber nach 42 Sekunden wird der erste Punkt abgezogen. Genau. Oh, weiter hier. Weiter geht's. Ja, nicht weiter so geht's. Wir wollen uns da nicht okay, streiten. Next Byte. Wir sind immer noch dabei. X-Heim. Profi, Saturn, Technik, D-Technik, D-Denik, D-Ling, D-Nik, D-Denik, D-Nik. Korrekt. Korrekt, das ist D-Nik. Sehr wusste schon, warum die Verwaltung der Top-Level-Domain.de. Kann nicht nur Bier trinken. Kann nicht nur Bier, genau, richtig. Sehr schön. Ihr merkt, okay, das mit der einfachen Runde klappt auf alle Fälle ganz gut. Los geht's. Ha ha ha.
Core Drive. Core Bike. Core Boot. Core Drive. Die, wir müssen ablenken. Die Sterbequote ist sehr hoch schon. Wir müssen ablenken. Störsender. Quad Core. Yes! Das muss aber noch schneller werden. Aber es ist doch ein Fünfskore. Man sieht es da oben echt besser. Vierkernprozessor. Sehr schön. Großartig. Mit einem lieben Dank an Herrn von Bülow. Bitte? Für die Schmerzen will ich einen Extrapunkt. Mist, wir hätten die so irgendwie... In der Konsole stand Morphine Administrated. So. Ja, und wir hätten doch so dieses Zeug da unterschreiben lassen müssen mit Schäden selber haften und so. Nächste Mal merken wir uns. Haben wir aber nicht unterschrieben. Wer hierher kommt, weiß, was er tut. Okay, das stimmt. So. Es gab genügend Videos im Netz, die man hätte schon sehen können. Ja, das stimmt. Das so, stimmt. Seid ihr bereit? X-Einbande. Pfeifenkohl. Pipeline. Also, die Kenntnisse in dem Bereich sind sehr gut ausgetreibt. Das ist das Tempo, was wir vorgeben. Ja. Ja, man kann quasi mit IT-Wissen rausbekommen, was ihr sonst noch so wisst. Ja. Quasi ein Side-Channel, ne? Genau, wir machen hier so eine Art Rorschach-Test und gucken danach, ob wir euch rekrutieren für unsere Sache. Okay. Also, so. Diese Drogenbilder klappen ganz gut. Haben wir davon eigentlich noch? Ja, komm, noch ein paar. Ich befürchte, ja. Okay. Mikro. Konz, Mikro. Ja, wir können reinsprechen, aber das hilft nichts. Ja, ihr könnt ja laut denken und euch auch gegenseitig befruchten. Ax. Run. Ax, oh, es winkt. Das Publikum hat schon Punkte. Ax-Lauf. Wir haben nackte Beine. Nackte Beine. Lauf-Ax. Ach, da guckt's. Start X. Start Ax. Hackerlauf. Laufhacker. Die Axt. Die Axt. Du musst auf die Axt gucken. Hackathon. Da fehlt ein Haar. Der war's. Der war's, in der Tat. Gruselig. Und es ist immer noch Gleichstand. Also ihr seid so, wir haben unsere Reiseflughöhe erreicht. Gefühlt legen wir jetzt eins Hand zu. Die Kreativität von uns steigt. Sie nannten es Kreativität. Okay. X-Hand-Bande, ihr seid wieder. Strawberry. Das ist Raspberry. A Raspberry Pie. Raspberry Pie. Raspberry Pie-Kernel. Himbeer. Ihr müsst es schon selbstsicher sagen. Raspberry Pie-Kernel. Raspberry Core. Raspberry. Ja, man könnte es... Also, wenn er jetzt noch erklärt, warum Raspberry Pie... Raspberry... Okay, Medic, hier vorne. Und die ist ersten Opfer. Ist ein Zahn? Ihr könnt eine Kanon anstimmen oder so, um sie abzulösen. Also ich... Raspberry... Also ich... Weil der hat Bluetooth. Also ich lock das jetzt mal ein, aber ihr müsst jetzt noch erklären, warum... Ach so, es war schon, ah. Ja, es sie wurde ja schon mehrere Male gesagt. Aber also ich kann es erklären. Die haben vorgesagt. Nein, wir haben doch Raspberry Pi gesagt. Ja. Ja, warum? Aber die weil da Bluetooth ist. Nein. Also wir können es erklären. 3,14. Ich glaube, wir müssen den Punkt darüber geben. Wieso? Oh, Raspberry wegen den Raspberry? Das ist jetzt schon vergeben, wenn ich aufpasse. Also es wurde ja gesagt. Ja, klar. Ne? Und ist natürlich so. Es ist 3,145 und so weiter. Korrekt. Exakt. Bam! Ah. Konnte gerade nicht lesen. Bam! Genau, ja, genau das. Die sehr Anzahl. Schön. Sehr schön. Ihre Geräte. Ein Applaus für das Wissen von Pi. Also, und ich fand es auch immer, also, man muss ja immer auch so Details ein bisschen den Finger zeigen. Das ist die Reiseflughöhe, muss ich mich erst an die neue Atmosphäre. Diese Zahl ging aus dem Bild hervor, so, das ist also noch nicht zu Ende gewesen. Ja. Ja. Bereit. Wenn uns einer sagt, was das ist. Das für so ein Zelt, zum Einherringen. Ja. Der Begriff ist zugegebenermaßen ein bisschen. Speziell, ja. Red Herring. Ja. Korrekt. Oh.
Und es ist auch deswegen ein lustiger Gag, weil natürlich der Red Herring bei Monkey Island selber ja eine Referenz zu einem Red Herring aus der Film-Story-Dramaturgie ist, um die Geschichte voranzutreiben, trotzdem es da nichts zu treiben gibt. Außer Monkey Island konnte gestern schon keiner. Bitte was? Dabei war das so einfach. Einer kannte auch die Melodie, gut, oder nicht? Okay. You can look it up. In the dictionary, genau. Jetzt immer noch Gleichstand. So. X-Heim-Bande, ihr seid wieder dran. Star Trek, Voyager, Enterprise Solution Team, Enterprise Focus Group. Wie ist das Data größer? Big Data, Big Data. Big Data. Big Data. Ja, wurde gesagt. Es war Big Data natürlich. Ach so, geil. Nuancen sind wichtig im Leben. So, herzlichen Dank. Das war sehr schön. Okay. Also der Geschreie da drüben, ich glaube, die Hälfte des Zerts sprintet gerade hierher. Also vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist das Zert, das da liegt. Hm? Das ist das Zert, das da liegt. Ja. Ist hier eigentlich was drin? Was? Ja, das ist ja das sind das eure ist Gewinne. Ja. Also nur eins davon, wenn du gewinnst. Okay. Können wir eigentlich die Stimmen noch so ein bisschen auf diese Monitore bekommen? Dann weiß ich auch, dass jemand das Richtige sagt. Genau. Gut, wir sind... Wieso haben wir denn jetzt... Und weiter geht's. Das ist wieder so ein Drogenbild. Das sehe ich sofort. Und ein Kalender. Reden, das ist lustiger im Spiel. Kreis? Okay, da hinten verbreitet sich das schon wieder, die Erkenntnis. Kann man erkennen, was auf dem Teller ist? Ja. Oh Gott, wenn man geübt in derartigen Themen ist... Ja, ja, die anderen schaffen das wieder. Nicht tuscheln hier. Nimm dir ein Mikro. Hashtable? Bitte? Hashtable? Nein. Hashtag? Jetzt können beide raten. Hashtag. Ja. Hashwert. Hashtag. B. Genau, es ist natürlich der Hashtag. Twitter ist nicht überall so verbreitet. Spürt ihr den Schmerz? Das nennt sich lebendig sein. Danke, dass ihr alle noch da seid. Wir haben zwei Runden. Ja. In der Pause werden die Türen geschlossen. Ja, genau. Wir verkaufen dann. Weiter geht's. ETI. X-Heim-Bande, ihr seid dran. IoT. Oh mein Gott. Extraterrestrisch. IoT. IoT. Nee, das ist ein F. F. Without. IETF. 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 Korrekt. Korrekt. IETF. Internet Engineering Task Force. Sehr schön. They brought you UDP, TCP, IP. Genau. So, wer weiß gar nicht, ganz das noch. Bild können wir eigentlich kurz noch sehen. Ist, nachdem das geht, wir haben sie gestern Abend gelernt. Wer hat die gestern RFCs. Abend aufgepasst? Die FCs. Ja, ich habe mir die alle durchgehört. Danke für den Podcast, sehr schön. Viel gelernt. Genau. Das stimmt, das stimmt. Okay, CCC? Hm. Nicht so traurig sein, ihr habt noch eine Chance. Wollen wir mal lüften, dass die Stimmung wieder ein bisschen hochgeht? Oder? Ja, mach so. Mal hier die Dach auf. Okay, die Buhrufe sind auch noch... Naja, aber... Oh, ja, okay, stimmt. Buhrufe mit einem Arm und Jährufe mit zwei Armen. Lemon Blue? Rainbow Table? Yes! Rainbow Table, genau. Und warum sind die Zitronen blau? Ich hab gesagt, du sollst sie wegdetachieren. Die lenken nur ab. Wie so Photoshop, die sind blau. Extra schwer. Photoshop Fails für 100. Nee, wir benutzen.
Okay. Es war wirklich sehr, sehr schwierig. Da hat irgendwie diese Abbildenfunktion bei GIMP. Dieser Stempel ist aber auch hart zu bedienen, weil diese Steuerung, und da muss man, wo klickt man eigentlich? Welche Ebene hat man markiert? Zwei Sachen gleichzeitig und wirklich so. Wirklich gut geworden in GIMP. Furchtbar. Ne? Also. Und dann auch noch farbig. Also ja, weiter. Gut. Okay, X-Hand-Mann, ihr seid fertig. Synapsen bereit. Los geht's. Marty McFly und MacGyver. MacGyver und Stuko. Double Power, Double MacGyver, Double Mac. Double Mac. Double Mac plus plus. Mac Spiro. Können wir ein Mikrofon Energy übers Publikum hängen? Double Impact, Double. Nee. Also irgendwas mit Mac und Input? Power Mac. Apple Power Mac. MacBook Pro 2, Apple 2 Mac. Ah, Mac. Gleich kommt's Geräusch. Mac 2 Pro. Apple 2e, Mac 2e. Mac Double. Was war da? Mac 2, der Apple 2? Nein. Ich dachte auch Power Mac. Mac 2e, ja, oder Mac 2c. Mac 2c gibt's auch. Das E-Mac. Nee, wir sind beide dran. Ach, der E-Max. Mac 2. E-Max. Yes, yes, das war's. E-Max. Nein, ich hab das gesagt. Oh nein. Analog zur E-Gitarre. Natürlich, also ich meine, die haben doch Strom, das, also. Aua. Genau, also die Bilderrätsel sozusagen, die meisten Dinge haben da immer eine Bedeutung. So. Also, okay, gut, wunderbar, sehr schön. Bis auf die blauen Zitronen. Aber hier jetzt eher, oder? Bis auf die blauen Zitronen. Das waren jetzt wir. Nee, das kam von da. Wir haben einen Stream, können wir nachschauen. Okay, wir können. Ah, super, ist doch geil. Ja, das ist wichtig. Danach und ich dachte schon, die anderen hätten den Punkt bekommen. CCC, das geht jetzt weiter. Das ist. Oh Gott. Wir können uns nie wieder in der Öffentlichkeit zeigen nach diesem Rätsel. Erkennt ihr besondere Bestandteile? Ich muss ein bisschen kurz helfen bei dem. Nein, ja. Wir sind noch nicht mal bei schwer. Ach so, oh shit. Was erkennt ihr denn? Hilfe kommt doch nachher, oder? Also jetzt ist er noch nicht. Ja, alle Elemente erkannt. Ach, wir sind dran. Ihr seid dran. Ja, Farm. Ihr seid dran. Farm? F-Arm? Webfarm? Nee. Lesefarm? Beide können raten. Sleepfarm? Alte. Nee. Remband, Fremband. Publikum? Alt-F4. Alt-F4, ja genau. Ja! Ja! Wer hat's gesagt? Ich hab's von rechts gehört. Ja, nein, weil ich befürchte, hier waren echt. Ja, dann wart ihr es, okay. Es ist natürlich Alt-F4. Ich hab's. Von wo kamst du denn jetzt? Ich hab's da drüben. Ja, ich hab jetzt schon auf A gedrückt. Genau. Aber du kannst uns die Punkte geben, weil beim letzten hast du nämlich die, obwohl es Ray vorher gesagt hat, die E-Max. Warum? Warum? Wir. Warum? Ja, weil es unklar war. Wir müssen uns da besser einigen. Na gut. Dann ja, das ist aber jetzt ein bisschen gemein. Was ist jetzt los? Also ich hatte es von dir. Die haben jetzt die Punkte gekriegt. Ich hab's. Warum? Erklär nur kurz den Grund. Warum? Was warum? Warum sind jetzt die Punkte zum Club gegangen? Ich freue mich ja für jeden Punkt, aber wir haben doch gerade richtig gemacht. Wollen wir das kurz aushandeln? Ja, na, erzähl einfach nur kurz. Weil ich es zuerst gehört hatte und dann wurde gesagt, von da. Aber und es dann wurde ja bestätigt von gegnerischer Seite, dass es zuerst hier fiel. Da würde ich okay, sagen, wir merken uns die Anzahl der Punkte und gucken, ob es dann am Ende. Eure Software hat keine Edit-Funktion. Versuch mal Steuerung Z. Kein Zufallsgenerator für sowas? Weiter. X-Hein. Ich hab echt drüben zuerst gehört. X-Hein-Bande, genau. Onion Router, irgendwas mit Onion. Jetzt müsste man das Onion, Alexander Lehmanns Tor. Ja, das ist, glaube ich. Ich glaube, ich hab's hier auch schon sehr schnell. TeamSpeak? Ihr habt's, glaube ich, auch schon gesagt. Onion Router. Onion Router. Genau. Richtig, das ist natürlich der Onion Router und das ist ein Bild aus Alexander Lehmanns Erklärfilm dazu. Es ist was wir natürlich regelmäßig gucken, weil wir müssen ja wissen, wie wir das anderen Leuten erklären. Ne? Das, richtig, das müsst ihr natürlich gucken. Und zwar ist das ein Torknoten.
Aber was macht das Headset da? Der muss sich ja koordinieren. Der muss mit routen. Anderen. Ob ja, mit wem denn? Die Zwiebeln haben ja kein Headset. Ist ja egal. Was ist das Bild jetzt mit Tor? Ja, das war ein Tor-Knoten. Ach, aber ich weiß, das war ja dann was. Ja, Onion-Router, das stimmt. Der bei uns nicht jetzt so. Wieder. Wir haben keine Edit-Funktion. Okay, keine Edit. Bei euch geht's weiter. CCC, ihr seid dran. V-Ring? Das ist auch wirklich schwer. Oh, ein V-Ring. Im V. Ich glaube, ich weiß. Das ist doch wirklich. Oh. Publiko, oh ja, oh ja, oh ja. Nein. Achso. Habt ihr eine Idee? Sprecht, was ihr seht. Ja, was mit V? Ja, naja. Ring-V, V-Ring. Vektorring. Ja, korrekt. Ah. Es ist korrekterweise Vektorring. Wir brauchen, glaube ich, auch bald hier das Zert, wenn das so weitergeht. Ja. Genau. Ich hoffe, das Zert ist anwesend. Das ist bei jeder Gameshow Pflicht. Richtig, ihr kennt euch da aus. Ja, falls man mal eine Zerrung hat, dann. Okay, wie auch immer. Gut, weiter geht's. Oder ein Zertifikate-Error. Ja, gut. Error. Okay, nächste Runde. Nächstes Spiel, X-Hein-Bande. Und los. Es geht um 6. Samsung Tiffy. Wie heißt die Tante? Samsung Tiffy. Nein, das ist nicht Tiffy, das ist die. Laut sprechen, wenn ihr es wisst. Wie heißt sie denn? Clara? Sesamstraßenfrau. Beate. Sesame Nein. Street. Wie heißt denn die Frau? Wir haben diesen Alpha-Effekt. Dafür sind wir zu jung. Sesam. Keine Ahnung, wie heißt. Das ist, Lilo. Lifo. Korrekt, das ist Lilo. Die nette Dame heißt Lieselotte Pulver und die kennen Sie auch unter dem... Ach, glücklicherweise haben wir jemanden im richtigen gesagt? Alter dabei. Nee. Ja. Zum Glück habe ich immer Fernsehen geguckt. Mein genau, also ihr Nick war Lilo, exakt. Okay, gut, Dankeschön. Ich wollte schon sagen, was ist Lilo? Was ist Lilo? Das wäre viel besser. Früher. Okay, CCC, ihr seid wieder am Start. Wir kombinieren das mal. Wir haben das schon mal kombiniert. Und los, ne? Tor-Money? Money-Gate? Oh, da gibt's schon welche. Da winkt jemand mit einer Hand. Ist das ein Buch? Ah, okay. Okay. Money-Folder? Die Lachola bewegt sich gerade hier so. Ja, okay, da ist er. Ja, macht immer Laola in der Zeit. Ja, okay. Oh. Und jetzt Bill Gates. Korrekt. Boah, wie geil. Es ist Bill Gates. Er ist ja leider gut. Wie kam der denn auf Bill? Leider gut. Nein, das sind Geldnoten, Bill auf Englisch. Das sind doch ganz klar Bill Gates. Also. Gut, hätten wir das auch geklärt. Wie mein Küchenbrett in dieser Spielshow doch immer wieder zur Geltung kommt. Genau. Ist aber auch ein sehr schönes Küchenbrett. Es leidet auch sonst viel, aber diesmal unter Bildern. Gut. Du hast das echt selbst gemacht, das Bild? Das haben wir. Ja, wir haben wirklich auch viele Fotos gemacht. Ja. Ich komme nachher auch noch. Oh ja, yes. Stimmt. Es war viel Faltarbeit nötig. Gut. X-Hein-Bande, ihr seid dran. Oh, Kompass. Kompass. Wieso steht da S und F? FS Kompass? Nord. Falsches. Yes. Korrekt. Boah, wie geil. Geil. Sehr schön. Nord ist korrekt. Bam. Okay. Ja, vielen Dank auf alle Fälle. Keiner von euch hat dieses Wort gerade gelesen. Und okay. Das jetzt 23, das ist ja sehr fnordig.
Ja. Ihr habt ja 42 Sekunden. CCC, ihr seid dran. Kryptogeld. Datenspeicher. Datenflut. Ist gut. Tresor, die Bitcoin-Wallet. Details helfen. Was ist denn das für ein... Ist okay, ja. Bitcoin? Nein. Könnte man auch... Ich sehe keine Coins. Nee, Coins sehe ich auch nicht, das stimmt. Bällebad. Datenflut, nee. Bitbucket. Datenreichtum. Da Merkel zuguckt, Neuland. Datenreichtum. Ah, danke, Neuland. Es ist natürlich Datenreichtum. Und habt ihr die kleine Merkel im Hintergrund gesehen? Nein, haben wir nicht. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen rankommen lassen, sonst wird es ja langweilig, ne? 52 Punkte. Achso, wir spielen bleiben, übrigens, also zur Info, wir spielen bis 36. Es kommt noch. Was? Bis 36 Byte, genau. Eigentlich haben wir auch noch. Und los. Protection, Protection, Abus. Vier Speicher. Das hat sogar beim Erstellen wehgetan. Dockloader. Was? Docker. Blockspeicher. Docker-Container. Container. Ah, Docker-Container, Blockspeicher, Container. Blockchain, nee. Nee, ach, Blockchain, nee. Nein. Safe-Container. Safe-Container. Load-Safe-Container. Safe-Harbor. Safe-Harbor. Sie haben, es ist natürlich der Safe-Harbor. Naja. Das müsst ihr jetzt mal abkommen. Wie lange habt ihr gebraucht, um euch das auszudenken alles? Gut, vielen Dank. Bitte? Wie lange habt ihr gebraucht, um euch das alles auszudenken? Okay, ich hab Zeit gestellt. Ist relativ. Sie fangen morgen an, das für 35 C3 vorzubereiten. Wir sind da sehr systematisch durchgegangen. Sowas macht man immer ganz lange vor. Ja, nicht fotografiert. Ne? Das ist Monate vor dem Kongress fertig, solche Sachen. Ja, das braucht viel. Die sind dann schon wieder schlecht. Viel Zen-Arbeit. Die leere Wand angucken und so. Ihr kennt das. Gut. Oder Bluescreen, je nach Betriebssystem. So. Fit. Yes. FTP-Pointer? Okay, dann die nächsten. Black Mirror. Yes, yes. Korrekt, Black Mirror. Das ist schön. Also, diesmal haben wir es umgedreht. Ne? Wir haben mit IT was an. Naja. Ja, es ist im weiteren Sinne auch. Ja, ja, gehört zu unserer. Hat mit IT zu tun. Vielleicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Danke. Mhm. Minor Games. So, ihr seid wieder dran. Auf der Ding-Seite. Okay, Chalet. Skihütte. Skichalet. Schneeschier. Also, autonome Skihütte. Also. Ach so. Barista. Snowden-Ski. Snowden. Snowden. Snowden-Leaks. Snowden. Snow. Snow White? No, Snow. Edward Snowden. Nee. Krämpfe auf 11 Uhr. Snowski. Das ist Ski-Snows. Da ist so ein Gürtel von begabten Schüttlern. Triple Abfahrt Snowden. Anarchie Snowden. Scheiße! Alles klar. Shame, also shame, ich shame. Finde, wir sollten hier auf alle Fälle Selbstbeherrschungspunkte vergeben. Scheiße. Mein Puls geht erst in ein paar Minuten wieder runter. Von der Snowden-Nummer sind wir nicht mehr runtergekommen. Oh, shame, ey. Aber Snowden war schon gut. Snowden war auch... Das ist the wrong direction. Ja, aber... Aber Snowden heißt Wasserlilie oder sowas. Ansi. Glaube ich. Wasserlilie? Ja, ja.
Schau mal nach. Auf welcher Sprache? C. C. Gut. Okay. Okay. CCC ist dran. Nee. Ach doch, verdammt. Doch, doch. Ja, ja, ich höre gute Gedanken da. Sprecht weiter. Irgendwas Verstärker. Verstärkungsschicht? Der wird wehtun. Zwei Amplifier. Eine Hand ist Bu. Okay, es gibt... Oh, man kann es wissen. Man kann es wissen, verdammt. Mensch kann es wissen. Was seht ihr denn auf dem ganzen Bild? Ich weiß es. Verdammt, sie wissen es. Achtung. Jetzt. M-Player. Ja. Es ist M-Player. Ja. M-Player. Ja, M für Amp und dann Layer. Ah. Ja, hier ist irgendwie Schicht im Schacht. Ich hatte doch schon Verstärkerschicht gesagt. Ich dachte, es ist eine deutsche Show. Okay. Ja, man darf nicht so starr mit den Denkpausen in Wörtern umgehen. Dann kann genau, man das auch M-Player. So also das geht jetzt so weiter, ne? Also ja. Ist jetzt orthografisch flexibel. Gewöhnt euch schon mal dran. Okay. Wir haben einen fetten Showdown. Ja, okay. Aber sehr schön, auf alle Fälle sehr schön. So. Und jetzt verlassen wir den Orbit. Ich brauche noch einen Schluck vorher. X-Handband. Wer hat eigentlich das Geräusch erkannt? Dieses so, wenn diese 42 Sekunden zu Ende sind. Okay, wir hören es uns gleich noch mal. Zeige dir später, ich guck nur auf den jetzt. Also X-Hein. X-Hein. Ice EMP. Yes. Yes! Oh, geil! Geil. Großartig. Also, das ist echt mal ein cooles Ding. Ich hätte nicht mal die Abkürzung erkannt. Tatsächlich fand ich das Bild gerade so selbsterklärend. Sorry. Nö, ist gut. Sehr schön. Also ICMP, genau, Protokoll. Nicht blocken, danke, ehrlich gesagt, an alle Firewall-Admins. Wurde mir neulich ganz bitter ernst gesagt. Nicht ja, man kann das Internet kaputt machen, muss man aber nicht. So, weiter. Okay. Oh, leidende Gesichter. CCC. Okay, und los. Nicht traurig sein. Oh Gott. Wer ist das? Das ist egal. Irrelevant. Kann mir einer sagen, wer das ist? Ja, Konstanze, sehr gut. Sehr gut. Erkennst du ihn? Ja, der hat einen Latech? Latech. Latech? Latech? Weiter? Da fehlt noch was? Latech Beamer? Latech Bieber? Latech. Das ganze Bild? Schule. Latech Schule? Latech Klasse? Eine Latech Klasse! Yes. Oh. Eine Latech Klasse! Aber ist also doch nur Latech jetzt aber echt Zeit alle gerettet, Latech ne? Haben. Also Latex. Gut. Sehr schön, sehr schön. Sehr Polymerdispersion. Schön. Gut. X-Hein-Bande. Und los. Es geht. Ozzy. Ozzy Osbourne. Ozzy Libbert. Libbert. Libbert Ozzy. Litecoin? Os Libertos. Os Bademantelos. Libertossi. Libertossi. Libert OS. Libert OS. Libre OS. In God We Trust 2014. In Libert OS. Libre OS. Und Publikum? Libre Office. Okay, jetzt können beide raten.
Bitcoin war es ja nicht. Libre-Coin. Libre-Coin, Litecoin, Libertos-Coin. Libertos-Coin. Einfach nur OS, OS. OS. Libertos. Ossi ohne Y. Wir machen da nichts aus. Einfach so hin. Nee. OS-Coin. So. Coin OS. Dogecoin. So, wir ziehen Punkte ab und es gibt den ersten Hinweis. Es geht. Den Hinweis kennen wir schon. Okay, weiter okay, geht's. Okay, also direkt. Haben wir eigentlich schon Hände? Einer. Hände? Im Publikum? Oh ja, Nixos. Okay, Nixos! Nein. Ist doch Nixossi. CoinOS. Ja, aber LibreOS haben wir doch gehabt. BornOS, Bornshell. Oh nein, ah. LibreOS. Nächster Hinweis. Nächster Hinweis? Ach, wie heißt denn der CentOS. Dreck? Ah. Ja, CentOS. Es ist CentOS. Wofür steht denn? Aber was ist denn Cent? Das ist ein Cent. Ach so, ein Cent. Oh Gott. Also das muss man jetzt nicht direkt wissen, aber ihr seid ja zu mehrt. Ja, aber gut. Vielen Dank. Warum ist das Y aus? Naja, was ja nicht CentOS ist. Warum ist Y durchgeschrieben? Aber also, also sowas findet man ja viel in so Zeitungen, wo man dann irgendwie so mit Buchstaben durchstreicht. Und sowas haben wir uns eigentlich komplett gekniffen, weil es ist eigentlich unter unserem... Aber hättet ihr einen Eurocent genommen, wären wir viel schneller drauf gekommen. Ja, eben. Korrekt. Wir machen aber weiter. Nur ja. Uns zu ärgern, diese imperialistischen Währungen hier gut halten. Also. Nein, wir machen uns ja drüber lustig. Gut, CCC, ihr seht jetzt, seid jetzt wieder in der Primärposition. 31. Lovelace? Ada Lovelace? Korrekt. Ada Lovelace. Sehr schön, sehr schön. Der war ja einfach. Ja, ne, wir durften ihm bloß nichts sagen. So. Ja, 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 ja. Tat mir auch vor allem leid für euch, dass da so ein Leichter jetzt kommt bei uns. Ja, der war so ein bisschen, naja, ein Ausreißer. Zu dem, was ihr da jetzt kriegt. Die 32. Und los. Hänge. Periodensystem. Ja, ja. Okay, Hände. Periode. Wie, was ist denn das für eine Tante? Kupfer. Fee, das ist doch eine Fee, oder? Ach, was ist denn das? Ah, warte mal, was ist das für ein Material? Kupfer oder wie heißt das? Marmor. Bronze. Was heißt Bronze auf irgendwie? Über die Zeichen im Chemie, wie heißt das Chemie? Bronze auf Chemie? Das ist kein Element. Bronze auf Chemie. Korrekt. Schade. Angel Table. Ach, da, warte mal. Chemie Table, Angel Table. Fairy Dust? Beide ach, ja. Nein. Nein? Okay, Die Besten sterben. Table Angel. Chemtrails! Ah, nee. Okay. Das gibt Anti-Assoziationspunkte. Ich finde Chemtrails gut. Die Farbe haut vielleicht nicht ganz hin. Wo sind da Trails? Ach, auch noch Falschfarben. Okay, wir geben euch mal einen Hinweis. Green Angel. Elfen! Nein. Du sollst dich den Hinweis beantworten. Fairies. Ach so. Ja. Feen, Schmetterling? Ja, okay. Ja, ja. Ja, okay. Dann jetzt? Da war schon viel Gutes dabei. Bronze. Kupfer? Bronzefee. Bronzeelfen. Feenkupfer. Kupferfee. Marmor wahrscheinlich. Silberfee. Koffeefee? Koffeefee! Jawohl! Das war jetzt der Zeit gleich. Das kam von da drüben, ja, ja. Auf alle richtig. Fälle. Es ist Fee-Fee. Ah. Eisen. Es sollte Eisen sein und mit Periodensystem. Und das ist niemals Eisen. Es ist Eisen. Das Eisen ist ganz ja klar grün, Eisen. Das ist Kupfer. Es ist leider Kupfer mit Grünspan und so, aber nein, nein. Ja. Nein, nein. Naja, aber auf dem Level kann man... Nein, sagen, nein, 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 der Beamer und die Bildschirme sind alle nicht kalibriert, daran nee, genau. Liegt es. Es die so. Technik ist schuld. Was heißt, kackst du gerade die Orga auf dem Bildschirm hier kann man es deutlich sehen. Nein, nein, nein. Mach weiter, mach weiter, ja. Mach weiter. Und los. Der ist wirklich wir sind ja unangenehm. Okay, da gibt es erste Wissende.
Was ist denn das in der Mitte? Also wer? Larry. Wir sind dran. Larry. Wir sind dran, ne? Singularity. Nee, wir sind nicht dran. No. Da steht die X-Ray-Bande auf dem Schirm. Aber, nein, aber... Singularity? Ja, richtig. Es ist auch Singularity. Ich habe gerade den fettgedruckten Balken nicht gesehen, weil der Kopf von meinem Kollegen von davor war. Ja. Also du hast da aber verschiedenste Möglichkeiten. Wir wollen es ja auch spannend machen, insofern schenke ich euch das. Aber es war sozusagen die richtige du Antwort. Hast, kam von also. Sorry. Das, gut, sehr schön. Das war sehr schön. Gut. So spiele Kultur auch. Sonst wird es ja langweilig. Das wird sehr, sehr knapp, ja. So, jetzt kommen noch drei. Die letzten drei. Jetzt sind wir dran, ja. X-Heim. X-Heim seid ihr jetzt dran. Seid ihr dran. Das ist Windows 95. Windows 3.11. Winsnake. Winsnake. Wahl. Winal. Da waren schon alle. Icon. Fisch-Icon. Icon. Winra. Winran. Winal. Es ist Aal. Winal. Aal. Aal. Schon gut. Was sagt er? Du hast irgendwas. Was hast du gesagt? Aal des Top. Al. Lop, win, lop, lop. Iconal. Ja! Was? Iconal. Oh nein! Da hat die NSA von der Telekom für 6.000 Euro im Monat so diese ganzen Informationen. Der war extra für dich. Ja, den habe ich für dich gemacht. Danke, danke. Ja. Iconal. Ja, Iconal. Okay, alles klar. Weiter geht's. Und extra dieses alte Windows, weil man ja irgendwie nicht mehr von Icons spricht. Oder? Also Icon, damals war das noch. Ja. Früher das alte als Windows noch. Hat sehr geholfen. Ja, Windows. Ja. Vorletztes Byte. Ja. CCC gibt. Gomus? Wer ist das? Das ist erstmal wichtig. Das ist wichtig, wer das ist, ne? Ja. Marlon Gomus. Ich würde da gern selber mitraten. Du kannst es mir leise ins Ohr teleportieren. Pategomus! Was auch immer das ist. Ich würde es kaufen. Ja. Kann man das drucken? Patengumus? Patengumus? Okay, jetzt können beide Teams raten. Seht ihr denn, wer das ist? Patentamt, Patent... Patengumus. Patentismus. Patentismus. Aber also man kann es wissen. Patengumus? Publikum Hände? Aber wir sind jetzt auch wirklich schon in der Königinnenklasse hier. Ja, alle kurz durchatmen. Patego Pferdmus? Nein. Ach Gott, kann ich eh nicht. Die Hälfte des Salz. Boah. Algorithmus. Yes, es ist korrekt, denn Al Pacino spielt Go mit einem Rhythmus. Oh, ein Rhythmus. Rhythmus. Ach, Al? Ach, ey, geil. Das ist so also, ich befürchte, dann also, hab also so das Algen fast mit verdient. Irgendwelchen Trommelinstrumenten kann jeder. Ja, genau. Also, es ist. No offense to the Gulaschbeiz. Also. Ja, exakt. Nee, dafür kann man es euch gönnen. Also, naheliegend ist nicht das richtige Wort, aber es konnte man schon wissen. Total. Okay, gut. Muss. Ja, der Schwert, den ich jetzt auch verstanden habe. Ritter. Ja, okay. Rhythmus ist das, korrekt. Mut zur Lücke. Da steht sogar Mus. Gut. So, das Finale bald. Das Finale bald. Wir fangen an. Und los. Das heißt, wir können nicht mehr gleichen. L-Sign. Al-Sign. Altig. Oh. Yes, man kann es schön wissen.
Hallo. Paper Real Sign. Oh. Hallo, Unterschrift. AL Signature. Eure Chance zu gewinnen. Die Erkenntnis. Contract Signing, Contract Tall. Frisst sich durch die Reihen. Deal Sign. Krypto. Digital-Signatur? Digit-Finger, AL-Signatur? Oh, das ist eine schöne Erklärung, aber nein. Ist die Digital-Signatur? Signal. Es ist Signal. 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 Aber die Finger mit Digit-AL. Dicke Finger, das sind meine Hände, ja. Wunderschöne. Das war der Sign-AL. Signal, gut. Gut. Wunderbar, dann ist das Das bekommt jetzt mal hin. Ja, direkt. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Machen wir jetzt direkt Finale, oder was? Gewonnen. Eine große Schüssel, 10 Löffel und dann setzen wir uns da ran. Genau, wunderbar. Herzlichen Dank an die beiden Teams und schön, dass ihr durchgehalten habt. Ja, danke an euch. Wunderbar. Gut, so, nicht aufstehen, nicht wegrennen. Die Türen werden geschlossen. Es gibt noch eine zweite Runde mit zwei neuen frischen Teams. Mit zwei neuen Teams. Dann danke an euch. Ihr könnt jetzt quasi die Bühne verlassen. Viel Glück mit den nächsten. Ja. Eistüten sind nicht vorbereitet, aber... Wir wissen, wie ihr auf ein Teil reagiert. Auf ein was? Auf einen Gleichstand. Das ist ja, nein, das war... Deswegen ja, also... Was? Das Publikum meinte gerade, wir haben ja vorhin die Extrapunkte vergessen wegen eurer Software. Stimmt. Wegen eurer professionellen Software. Danke dir an die Leute da vorne. Ja, wir haben das, genau. Wir haben das, das war alles gestaged wie beim WWF, aber das... Gut. Ja, ich fand das ganz großartig. WTF, oder wie heißt das? Wer hat die Bits geklaut? Genau, und fehlen mir ein paar Megabytes. Du findest sie bei mir. Kennt ihr noch die Eurocats mit Wir surfen und so? Okay, andere Generation. Es kommt im Abspann, mein Okay, also wir haben die nächsten beiden Teams auf die Bühne zu wünschen. Und zwar ist das einerseits die Subwirklichkeit. Bitte auf die Bühne. Oder hätte ich sagen sollen, Subwirklichkeit. Genau. Und, ja, seid ihr da? Seid ihr da? Bewegt euch gern hierher. Ihr seid jetzt dran. Wenn mir jemand einen tollen HTML5-Editor beibringen kann oder sagen kann, mit dem man das alles klicken und programmieren und so. Emacs. S. Ben Assembler. Ich sitze morgen noch ein bisschen am Pfiffstand, da können wir uns gerne mal Software austauschen. Und das zweite Team, Weißwurst, ist bitte auf die Bühne. Wollen wir nicht die große Karte nehmen? Ja. Setzt euch. Hallo. Wunderbar. Hallo, schön euch auch zu sehen. Oh, mit Eierlikör. Es nimmt eine unerwartete Wendung. Wo kriegen wir denn da? Eins, zwei. Was? Der Sekt. Der Sekt. Setzt euch, macht euch gemütlich. Denkt an was Schönes. Die nächste halbe noch Stunde. Noch könnt ihr. Ich finde ein bisschen. Nein, das ist eh alle. Wenn. What? Okay, okay. Sehr unsolidarisch. Habt ihr noch mehr Becher? So. Ist komisch, die Punkte aufschreiben, auszulassen, oder? Nee, also offiziell nicht. Offiziell wüssten wir davon nichts. Aber wir sind bestechlich. Gut, also dann sagt doch mal, wollt ihr kurz noch ein, zwei Worte richten? Oh, danke schön. Sollen wir uns teilen? Ihr seid also die Subwirklichkeit. Ja. Wollt ihr damit was aussagen? Eigentlich nicht, oder? Nö. Nee, gut. Okay. Ihr spielt das einfach dann. Das ist ein Synonym für ein anderes Projekt, aber... Okay, in meinem echten Leben mache ich was anderes. Okay, gut, dann erstmal Applaus, herzlich Hallo. Willkommen, Subwirklichkeit. Hallo. Okay. Und in der anderen Ecke haben wir Weißwurst ist oder ich. Wie würde man das sagen?
Ja, Weißwurst ist. Weißwurst ist. So. Wurst. Eigentlich ja Punkt IS. Das geht schon, oder? Weißwurst IS? Punkt IS. Ihr seid der Weißwurst IS? Punkt IS. Punkt IS. Okay. So? Die versuchen gerade irgendeine SQL-Injection in meinen Flash. Na, ich wusste ja, dass das so läuft. Hab schon die Domain gekauft. Ja, kleiner Bobby Tables, ne? Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, kennen wir uns, haben uns kennengelernt. Dann wir müssen jetzt auch nicht mehr sagen, beide raten, sonst habt ihr jetzt verstanden, glaube ich. Genau, und alle im Publikum. Grün und alle Gelb, gibt es Haarfleisch. Dann noch einen schönen Applaus für die andere Seite und dann legen wir danach los. Schön, dass ihr da seid. Nougat Bites, Runde 2. Part 3. 1-1. 2. Genau, also. Wir sind in der Vorglühphase von Runde 2. Es geht um 4 Bits. Subwirklichkeit beginnt. Firewall, Firebit, Hotbit, Lavabit, Firewall. Yes, sehr schön. Das ist natürlich Lavabit. Okay, gut. Wir fangen wieder ganz von vorn an. Ja, so ist das. V. Ja. V. Kam es da schon gerade? Nur die Hälfte. Ja. Okay. Also das mit der Lachgaseinspritzung klappt super. VR. Ja, aber da links ist ja VR. Links. Das war's. Richtig. Es ist natürlich VR. V. Wer spricht schon Ps mit? Ja, P ist völlig. Ich nicht. Subwirklichkeit. Jackie Chan, Multichan, Multichannel, Multichan. 4chan. Yes, korrekt. Es ist natürlich 4chan. Okay. So, sehr schön. 4chan. Einfach, aber auf den Punkt. Weißwurst ist. Mit. Das ist Pseudo. Pseudocode, keine Syntaxkritik. Return of the Jedi. Was? Ja. Exakt, Return of the Jedi. Moment, stopp. Können wir bitte den Originaltitel alle, ab jetzt sagen wir nicht mehr Return of the Jedi, sondern was hast du gesagt? Wir geben den Jedi zurück. Ich glaube, das Umtauschrecht ist bei Fernabsatz 2 Wochen. Aber it's long, long time ago, isn't it? Long time ago. Gab es da schon dieses Thermopapier? Ich glaube nicht. Es war aber auch eine andere Galaxie. Okay, gut. Subwirklichkeit. Ins Mikro, sonst hören wir euch nicht. 3 Trolls, 3 Trolle. Jakobs ist das? Nee. Trollwurst. Ben Eierlikör? Ich bin noch kein Huhn. Helme, geh nach Hause. Bin nicht so wie Eierlikör. Irgendwas mit Trollen? Nein. Da gibt es schon so eine kleine Insel in der Mitte. Sie haben große Nasen. Irgendwas mit Trollen, das passt eigentlich auf alle IT-Begriffe, oder? Schabtroll? Schabtroll ist schön. Rotroll? Nicht an Trollen festbeißen. Nee. Einer aus drei, irgendwie ist eine schärfer. Gnome? Gnome 3? Yes! Oh. Exakt! Gnome 3 ist das natürlich! Herzlichen Glückwunsch, das war sehr schön. Subtil durch Unschärfe. Mhm.
Das sind so die Bildmittel, die man so als Fotograf benutzt. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Okay. 8:11. Weißwurst. Irgendwas mit Netzwerk? Okay, da hinten wedelt es schon wild. Und das ist kein Hund. Aber nur mit einer Hand. Nur mit einer Hand. Das war scheiße, oder? Peaches? Token Ring. Irgendeinen Haufen, Netzwerkhaufen. Fishing Network? Netzwerk. Mesh Network? Internet? Weißwurst-Äquator? Meshnet? Whitenet? White Meshing? Das Weiß lenkt vielleicht. Darknet, ja. Ja, hier, ja. Hier kam's. Korrekt. Und zwar ist das natürlich das Darknet. Oh. Darknet, wir wissen, ist der Teil des World Wide Web, der nicht von Google initiiert wird. Ganz klar. Okay, wir sind immer noch bei leicht. Wie kommt man eigentlich hin? Wie kommt man da hin? Ich glaube, man muss einen Freund oder eine Freundin fragen, die sich mit sowas auskennt. Die bürgen dann für einen. Ja. Und dann bestellt man eine AK und kriegt zum Schluss irgendwie eine Torte. Oder andersrum, man weiß nicht so genau. Und los. Subwirklichkeit. Ring of Fire. Publikum. Oh, Quark Express, Quark O, oh, Quark. Quark Express. Ich hab's schon gehört, aber nicht mit Überzeugung. Quark Express, oh Quark. Quark Express, schön, aber nein. Computer says no. Irgendwas mit Merkt ihr, wie die Spannung knistert? Die Halle ist so groß, da ist schon Klima über den Köpfen. Oh, oh, es wedelt. Cool, sehr schön. Okay, weiß ich, wo es ist, kann mit dazu. Irgendwas mit Gebäck und... Die Ecken Fett vermehren sich jetzt. Creaming, Cremo. Zero Day Exploit. Nee, nee. Okay, okay, oh, ja, man kann es wissen. Was? Also, wenn sie es richtig haben. Also kann es so wissen, ja. Gut. Keine Software. Okay, da waren wir schon. US? Das war's korrekt von dieser Richtung. Es ist natürlich Osmand. Na dann. Schnell, sonst sehen Sie das CH. Okay. Okay, der ist so ein bisschen im Rohr explodiert. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, den zu malen und danach zu essen. Da war auch mein Brett wieder. Übrigens, das stimmt. Weißwurst ist... Bootlocker ist auch schön. Bitte? Ja, yes, korrekt. Natürlich Secure Boot. Und weil wir ja hier auf dem Kongress sind, ist das Soll auch ganz wichtig. Also tun und sollen ist ja immer. Okay, weiter geht's. Bad 9. Subwirklichkeit. Merkel-Phone. Ja. Das ist das What? Merkel-Phone. The Merkel. Korrekt. Ja, manche Hirnverbindungen sind so ganz quer durch und man denkt so, hab ich das gerade gesagt? Und es war richtig. Ja. Schlimmer ist, wenn man so denkt, hab ich das gerade gesagt? Das war aber gerade falsch. Das ist auch seine Hitline, seine Punchline. War ich das etwa? Das stimmt. Ja, weiter. Ja, im Deutschen. Gut. Der Aufstieg. Stufe 2 Weißwurst ist. Prinzip ist jetzt verstanden. Octoprint.
Okay. Das Wissen verteilt. Kennst du das Game of Life? Oh. Wir sagen es im Chor, oder? Okay, seid ihr fertig? Na, wenn dann doch Chor. Omfer 8. Bitte? Day of the Tentacle! Yes, korrekt! Genau. Pain and Click. Okay, Subwirklichkeit. Subwirklichkeit, ihr seid dran. Double Head. Wer ist das? Boney. Oh ja, sehr schön. Sehr schön. Mike. Mike Bone. Die Fire Crowd. Was da gibt's ist das da oben? So ein Stimmchen aus dieser Ecke, die verrät immer schon. Twitter. Asthmatisch? Nee. Ja. Was? Korrekt, das ist natürlich... Was? Backbone. Beck, der Sänger. Das ist Beck, richtig. Nicht unsere Musik. Ja, nee. Okay. Das gehört zwar. Man muss ja seine Feinde kennen, Scientology. Gut. Gut, dann nicht. Okay, gut, war jetzt. Weiß, wo es ist. Nächste Runde, wir sind ja. Los. Auch schön. Okay, okay. Ja, Telefon. Es ist so viel Gefühl in diesem Saal. Es ist schön, dass ihr so viel Spaß habt wie wir, als wir das gemacht haben. Boot. Aber das war, dass wir diese da auch da drauf stellen durften damals. Ja, also, das war echt. Ja. Das war im Mai, ne? So, als oder Docker, im Mai, ja, Docker, ja, genau, Container. Als es noch warm war. Docker Container. Nee. Fairphone. Korrekt, das ist natürlich ein Fairphone. Ja, orthografisch, begrifflich, flexibel. Wir spielen dieses Spiel ja akustisch und die Lösungen sind dann halt syntaktisch. Da kriegt man so menschlich Speicherzugriffsfehler. Das ist der Sinn. Subwirklichkeit. Subwirklichkeit. Pan Am, Jumbo, Jet, Image, Plane, Plane, Image, Image, Plane, Jet Image, Plane. Frame. Die Teile frame, waren Plane, Frame, Plane, Frame. Jumbo, Frame. Plane, Image. Plane, Image hatten wir schon. Ihr müsst so ein bisschen Image. Deutlicher und lauter sprechen. Image, Plane, Plane, Image, Image, Frame, Plane. Framing, Frame, Mansplaining, Jet Frame. Ah. Oh, geil. Ja. So Horror habe ich Arme noch nie gesehen. BR? Pan Am ist das, oder? BR, nee, dann wäre da nichts zu sehen. Jumbo Frame. Yes, korrekt, das ist natürlich ein Jumbo Frame. Oh! Kurz vor knapp. Sehr schön. Ein Kopf an, ein Bit an Bit rennen. Ja. Ja? Sie wünschen. Telefon. Oh Gott, das. Ne? Starman. Wow. Korrekt. N-Map. Wir müssen es kurz noch stehen lassen, dass wenigstens die also wirken lassen, ja. Bei manchen kommt es noch. Da kam noch der Warten. Wir warten noch kurz. Okay. Inception klappt bis jetzt ganz gut. Eiskönigin, Alice im Wunderland.
Nordkorea. A. Punkt. Anarchie. Amärchen. Burn the A. IT. What the fuck? A. Cartoon. A-Star. Schwing dein Ding. Burning. Publikum? Ajax. Der scheint schwierig. Sky. Skyrim. Nein. Fire. Star Office. A-Team. A-Wizard. A-Team. Ich wusste, dass die meisten Hinweise, die wir schreiben, einfach. Ja, nicht kommen. Wir ziehen einen Bit ab. Aha. No way. Du hörst es. Haben wir eigentlich schon... Nee? Arme? Wir fragen auch noch das Publikum, aber wir machen mal weiter. Ich schreibe. Herzlichen Dank. Ace Battle. Korrekt, ja. Das ist natürlich Ace Bell. Oh, die Schmerzen. Oh ja. Die Schmerzen. Ja, aber wir müssen ehrlich sein, das tut uns mehr weh als euch. Dass keiner, ja. Okay. Habt ihr noch eine? Nee. Nee, oh ja, das ist in der Tat, wäre das ein, eine... Verbesserung der Situation. Schmeckt super aus dem Pappbecher. Ja, es ist gut. Ja, so. Das ist schon. No, wir machen das zusammen. Weiter geht's. Genau. Stimmt, hier war ja noch was. Weißwurst ist dran. Smart 5. Bitte. Smart City natürlich. Ja, es, wir mussten noch. Okay. Egal. Und los. IPv6. Oh, der war gut. IPv6. Oh. Aber du warst deutlicher. Warum haben wir gerade dieses gelbe Getränk hier? Sie nannten es Eierlikör. Nee, das war Intuition. Also ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Okay. Gut, musst du nochmal hoch aufgelöst. IPv6 war jedenfalls natürlich richtig. Wir haben gewartet, dass gestern noch Schnee fällt und dann hätten wir es noch live fotografiert, aber es hat nicht sollen sein. Weißwurst ist. Und los. Bitte? Die dritte Wolke. Cloud Pointer. Kenn ich. Wenn man, ich glaube. Next Cloud. Ja. Next Cloud. Ich glaube, also Cloud Pointer, ist das irgendwie RAM as a Service oder so? Ja. Cool. Ich bin disputed. Pointer as a Service. Okay. Gut. Sehr schön. Und los. Super, ich kalt. Oh. Ah. Catapult. Burn them all. Oh. Player, Katapult, das hätte ich nicht gedacht. Ja, doch, die erste Reihe ist, ja. Erste Reihe ist fit. Ja, die Bomb them, nuke them. Bitte? Bomb them, nuke them, catapult them. Play thrower. Windows 95. Da ist sich jemand noch nicht so sicher. Windows 95?
Fireplayer? Amarok? Firewall? Playbomb? M-Player? Pentest? Pentest? Pentest ist auch schön. Wall Breach? Firewall? Firewall? Flashplayer? Angriff? Nein. Nicht Flashplayer, oder? MPG 1, 2, 3. Okay. Geht weiter. Hat das nicht gesagt? Flashplayer. Replay 1, 2, 3. Flashplayer. Replay Attack. Was denn? Replay Attack. Nein. Nein. MPG 1, 2, 3. Nee. Doch, doch. Replay Attack ist richtig. Ach, das hat er gesagt. Okay. Es ist die Replay Attacke oder der Replay Angriff. Ja. Ja. Ach so, das Aua. Moment. Da war doch. Nee, hier. Also, wir hätten gerne die Punkte. Okay. Alle Punkte. Das merkt ihr euch. Alle Punkte. Ich erkenne einen Pattern. Wir müssen da. Danke. Okay, ich drücke jetzt immer erst, wenn jemand was sagt. Okay. Wir müssen uns da jetzt immer abstimmen, okay? Ja. Sonst merkt ihr euch werden wir noch gelünscht. Weißwurst.is. Ja. Whitebox Model. Okay. Freude hat ein Gesicht. Und Geschichtskenntnis. Vereinzelt, aber vorhanden. Transparent Proxy. Bitte? Nee, Knight Rider ist falsch. General Container. Also Knight Rider der Vollständigkeit halt. White Trojan Horse, Ikea-Einkauf. Generous. Weiterdenken. White Pony. Bundestrojaner. Trojan Horse. Box. Vielleicht? Router? Oh ja, das, da muss man aufpassen, das stimmt. Aber es wird noch. Fritzbox? Von wo kam das? Von wo kam das jetzt? Das war hier, ja, Fritzbox. Korrekt! Fritzbox! Nein! Darf ich kurz erwähnen, dass meine Mutter das erraten hat? Danke, Mama. Das sind die mit diesen Geschichtskenntnissen. Ja, stimmt, korrekt. Der alte Fritz. Der zweite war es. Und los. Subwirklichkeit. Ins Mikro. Ins Mikro. Sonst nochmal hier oben gucken. Deep Inspection, Packet Inspection. In-Depth Analysis. U-Porn. Bitte? U-Porn. Korrekt. U-Porn. Warum denn Porn? Na, U-Porn. Kennen die alle. Also, Dankeschön. Egal, Punkte. Sehr schön. Ja, irgendwie, hast du gemerkt, Erotik und Drogen geht am schnellsten. Ja. Ich weiß nicht, ist das unsere Community hier irgendwie oder? Ich weiß auch nicht. Wir hatten das mit den Katzen, naja. Ja, okay, gut. Wir haben halt Backup schon gehabt. Stimmt. Weißwurst. Oh. Weißwurst. Irgendwas mit Routing. Dijkstra. Fluss, Wasser. Was seht ihr denn da? Map, Karte. Okay. Ein Ortsansässiger wahrscheinlich. Flow Control. Ja. Ist das noch? Es ist ein WLAN. Korrekt. Haben die das jetzt gesagt? Die Seite WLAN. Marburg an der Lahn. Schreibt man mit H, aber der Fluss.
draußen, dieses draußen da. Okay, gut, WLAN. Vielen Dank. Subwirklichkeit. Schnabeleisbär, Duckface, Duck Porn, Knut. Duckknut, Knutduck. Knut. Irgendwas mit Knut. Was mit Entenhaus? Ist der Schnabel von, oder? Donald Knut, Knunald, ist das Knut, Ola, weißt du, Ola, das war, da war es dabei. Knut, Knunald. Was ist Entenhausen? Ja, sag's laut. Entenhausen? Entenhausen. Nee. Achso. Nee, du hast es gesagt. Pola ist es, irgendwas mit Knunald, aber ich weiß nicht, was. Sag einfach alles nochmal, was ihr schon gesagt habt, bitte. Knunald war irgendwas, aber Knut. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ich weiß auch nicht. Okay, wenn sie es nicht wissen, dann wissen sie es nicht. Also ihr habt es ja eigentlich schon gesagt, ne? Donald Knut. Exakt. Was? Knut, Knut? Hä? Knut hatten wir schon ein paar Mal. Ja, ja, aber Donald Knut. Das haben Sie eigentlich schon gesagt. Ja, aber es war so Knut als oder Schnabel Knut. Aber es war nicht Donald Punkt, Knut. Genau. Nicht erkannt als denjenigen. Oh ja. Der hat, was war das, von 75 bis 1990 E-Mail verwendet und meinte, 15 Jahre ist genug. Ja, aber es. Gut. Root Container. Yes, natürlich ist das ein Docker-Container. Das ist ein Wort. Okay, genau. Oh. Gut. Picture locked end. Lock end. Lock end. End part. Gnome lock end. Door lock end. End locker. Bitlocker, Endlocker, Door-Lockend, Gnome-Lockend. Was ist das für ein Heini? Das ist ein End. Nein, der links. Ja, ein End. Endlockend? Oder? Endlockend? Endlockend. Endlockend. Tree? Nee, ich kenne Trees. Oh, das ist Baumgott. C-Lockend? Endlockend. End Locker. To end. Bitte? End to end. Ja, was? Encryption? Ja, korrekt. Das ist natürlich die End to end Encryption. Ja, der ist bei euch. Also, es schreit man ein bisschen anders, aber. Wir machen mal weiter. Mhm. Weißwurst, yes, ihr seid dran. Irgendwas mit Strand. Tubat. Korrekt, es ist. Oh. Tubat! Sehr gut. Tut was! Korrekt. Hätten wir das nicht als letztes? Hm. Nee, ist schon okay. Okay, ist schon okay. Und los. Boxshell, Boxsinger, Redhead, Punchbox. Das war eine große Freude. Boxsign, Redbox Signing, Violin. Irgendwie das 70. Bild war es dann, ne? Schachboxen. Signbox. Box-Promoter. Box-Promoter. Box-Script. Nein, wer ist nochmal dieser Typ? André Rieu. André Rieu. Hast du ihm André Rieu gesagt? Ja. Irgendwas mit Vocalbox. Contract, Smart. Aber da hinten wird schon wieder groß gefeiert. Signature and Glove. Bitte? Nein. Signature and Glove? Schaut. Nein. Glove? Mailbox, mein Bruder. Mailbox. Mailbox. Blind Signature auch nicht? Nein. Okay, da waren wir schon irgendwie. Ich mach mal weiter. Beatbox, irgendwas mit Beat? Busybox. Korrekt. Oh. Es ist Busybox. Da
Das waren echt 50 Bilder oder Standard so. Standard Unix-Dienstprogramme. Yes. Exakt. Drop to an emergency shell. Ja. Zum Beispiel. Ja, sag doch was. Gut, und jetzt kommt der letzte Abschnitt. Sie legen sich die ganze Zeit über den Cursor auf und... Ja, tu was. Oder sag was zumindest. Die Bühne kommen. Okay, wir treten in den Hyperraum ein. Das ist der dritte Teil. Neuland. Wow. Wow. Das war Neuland. Es ist zwar geraten, aber jetzt verstehe ich es auch. Oh. Und für den, der, wer das den nicht hätte gesehen, für den waren die LAN-Kabel in zwei, drei verschiedenen. Also das ist ja das ist ja noch besser als. Ist ja sogar ein D. Ja, das gelbe Kabel. Aha. Ist. Es endet hier. Das ist der fehlende Breitbandausbau in Deutschland. Ja. Genau. Deutschland als digitales Entwicklungsland. Ja, ja. Oh mein Gott. Fachwerk, Heini. Nein, das ist nicht Indiana Jones. Das ist auch nicht Clint Eastwood, das ist Terence Hill, nein. Fachwerk Hill? Subwirklichkeit. Ist das Terence Hill? Irgendwas mit Hill, Terence Hill? Nee. Windows Manager? Hill Window. Bornhagen? Bornhagen. Der ist hier ist er vorhin. Oh, es gab wirklich Gelächter. Keine Ahnung. Haben wir schon Arme? Also meine Wette war, dass das keiner erhält. Cowboy. Window Maximized? Keiner. Nobody irgendwie? Oder? Fenster minimieren? Irgendwas mit Windows. Fenster minimieren, auch schön. Aber nein. X-Kill. Zoom. Windows Killer. Windows. Projection. Window Cowboy. Projection Window. Kennt ihr denn die Person? Wim. Coke Monkeys. Okay. Autocomplete. Einer weiß es. Wir haben, oh yes, wir können aufhören. Ja. Window Inspector. Oh, da ist dieses Herzchen heißt, Code Generator. Django. Ja, im Ganzen. Window Django, Django for Windows. Wenn es das jetzt wäre. Okay, wir fragen das Publikum. Django Framework, genau. Oh. Und natürlich ist Framework falsch übersetzt, aber es geht um Assoziation. Okay. Hätte auch noch Spinnennetz drauf machen müssen. Und los. Weißwurst.is. Weißwurst.is. Berlin. Ist. Ich. Drachen. Da wird ordentlich facial palmiert. Schön. Wir sind hier aber auch schon auf heavy schwierig. Book of Dragons, Book of Honecker, Book of Life, Smart City. Dragons mit Shield. Berghain, Pain in the Ass, irgendwas. Berghain, Pain in the Ass. Da wurde zu viel assoziiert. Ich glaube, das wird wieder so ein Publikumsding. Mal schauen. Ja. Ja, das. Wo denn? Da. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Ich hab's nicht gehört. Wer von euch hat... Bookmark? Nee. Hm.
Räuber Hotzenplotz. Okay, wir machen das so, das Publikum, Moment, darf es gleich sagen und dann kann die, das Team sagen, ja, das stimmt, das haben wir gesagt. Sonst. Nee, also wenn sie nicht wissen, dass es da, also nee, ich finde, das ist so eindeutig, dass man das dann wissen müsste. Oh, dann fragen wir einfach das Publikum, damit jetzt nicht so... Genau. Book of Dragons, ja. Book of Kites, Book of... Book sein, irgendwas. Noch die nächste sein. Hilfe? Irgendein Tannenbaumbuch, oder? Okay, also wenn es jetzt noch nicht da ist, dann habt ihr das auch nicht gewusst. Also fragen wir... Publikum, ja. 3, 4. Das Drachenbuch. Silberschatz, ja. Das Drachenbuch, ne? Bitte? Von Silberschatz. Ja. Sag ich doch. Netter Versuch. Nee, an, genau, Drachenbuch. Aber wo ist denn in Pankow ein Drache? Da oben waren da also oben war ein Drache zu sehen, bei genauem Hinsehen. Zwei sogar. Okay. Zwei sogar. Deswegen waren es Drachen. Da, also da auf sowas legen wir dann. Ja, sonst wäre es kein Drachebuch. Nee, nee. So korrekt sind wir dann doch. Oh mein Gott. Team for Two, Service. Service as a tea as a service under the desk. Tea as a service. Das notiere ich mir. Platform as a service. Irgendwas as a service. Tea house as a service. Floor. Service desk? Publikum? Service desk. Ja. Okay, okay. Fire Level Expert. Also voll feiern. Hidden Service. Korrekt, das ist ein Hidden Service. Sehr schön. Das funktioniert gut mit der Assoziation hier. 32. Weißwurstig. Klappe, Szene, Sleeping. Was seht ihr denn da? Krankenhaus? Krankenhaus, Hospital. Da war die umfallende Warteflasche, die ich im Vorspann vorbereitet hatte. Oh. Nice. Aber es ist mehr so dieses, da fehlt eigentlich jetzt noch so dieses Feuerzeug. Recovery Shot? Recovery Shot? Nein. Nein. Oh, da wird, oh, heftig. Second Shot, First Shot, Weak Shot, Lead Shot. Nein, nein, nein. Restart. Sleep, Take, Software. Mal schauen, vielleicht. Recovery Mode. Lead Speak. Was ist das denn? Ich hab da Kummerglas. Okay, da hinten wurde es verstanden. Kummerglas? Ah, Latex. Nee, Latex. Kummerglas? Bitte? Kummerglas in Latex. Wo kam das her? Das war hier. Von euch, oder? Ja. Ja, Kummerskript. Ach komm. Korrekt. Scientific Article oder Scientific Book. Sehr schön. Die Handflächen tun schon weh. Ja, es ist. Ja, das war so dieses. Okay, und los. Softshell, Soft Alien, Softshell. Aliens? Nein. Ja, doch. Bash, also Born Shell. Ja. Reborn Shell, Softshell? Wie heißt die also ganz? Das lassen wir mal. Born Again Shell? Ja. Korrekt. Das ist die Born Again Shell. Weichtiere, die Wiedergeburt. Ich schreibe mal. Das ist übrigens ein Rechtschreibfehler drin. Ja, born. Ja. Ups. Ja, damit man das dann auch versteht, ne? Also. Okay, die letzten drei Byte. Und los. Oh Gott. Publikum. Explosion. Bombshell.
das sind Astronauten, oder? Also wer das nach 10 Sekunden sieht, Respekt. Nicht schlecht. Die vier Leute. Tor. Tor-Exit. Tor-Exit-Note. Da hat aber jemand nicht geupdatet, wenn das ein Tor-Exit-Note ist. Shellshock? Nee. Red Herring? Hm? Was? Bitte nochmal? Red Herring hatten wir schon, ne? Ja. Nee. Ist auch keine Shellbomb oder so. Red Bomb, Nuke Bomb, Runaway, Work is done, Tower Bridge. Kill minus 9. Nein. Linus Torvalds gab es mal in einem von unseren. London. Stadt. Was ist eine Stadt? Was? Es ist trotzdem London. Was? Was ist denn eine Stadt? Heidelberg, was habt ihr gesagt? Ich hab's gehört. London. Du hast da ein D vergessen. London. Nein. London? Nein, das ist nicht London. Brücke ist nicht? Oh. Nein. Ich mach da den Cursor drüber, dann seht ihr das nicht so. Erkennt ihr die Stadt? Ja, wir sind aus Berlin, wir kennen keine anderen Städte. Okay, das lassen wir gelten. Armageddon. Ja. Carmageddon. 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 Okay, keiner weiß es, wir fragen das Publikum. Worms Armageddon! Korrekt, es ist Worms Armageddon. Oh! Das ist doch ganz klar die Skyline von Worms. Von Skyline von Worms, die berühmte, die Luther schon gesehen hat, als er... Ach, na gut, lassen wir das. Okay. Ja, ja, ja. Vorletztes Nougat Bite. Final Schluck. Ja, danke. Ali G und... Ali Chomsky? Warte mal, er hat... Ali Chomsky? Sippe? Der hat ja was, so einen grünen Kringel, ne? Ja, ja, das ist der Reinsverschluss. Ali Zip Chom? Zip. Chom Zip Ali? Publikum? Ali ist G-Zip. G-Zip. Korrekt! Oh. G-Zip! Booyakasha! Ich möchte darauf hinweisen, dass er in diesem Interview Noam Chomsky gefragt hat, wie viele Wörter er kennt. Und die Personal Assistant hat danach gesagt, dass Chomsky meinte, no more men in gold suits. Sehr sehenswert. Findet man auf YouTube, ne? Ja. Ja. Genau. Le Byte Final. Final. Also alle, die jetzt nicht so hart im Nehmen sind, weggucken. Ist unser letztes für den Abend. 10, 3 Karten. V. Der hat Karten, ne? Karten, V. Plus 10. Nagel. Scharf. Scharf. Aber VLC, ja. Alle Elemente müssen. Das muss korrekt sein. Das letzte, da muss man jetzt wieder haben. Die drei Karten, die da in der Hand sind, was macht ihr? Drei Sharp. Wer weiß es? VLC Portable. Eldo Peacock Sheep. VLC Dia. VLC. Schafe. Two Girls, One Cup. Die hatten wir schon. Die hatten wir schon mal tatsächlich. Stimmt, was mit V. Jahren, ja. V. Ja, so. L. Bundy. V. Okay, sie, ich, also. Ja. Also wir sind jetzt nur hart, also das ist jetzt... VLC-Player? Also wenn, müsst ihr das
Ganze bringen jetzt. Das ist der letzte. VLT, VLF, VLF. VL Bundy. Das ist eine Spannungskurve hier, oder? VB. VW Golf. Wo ist der erste Buchstabe? Da bin ich mir relativ sicher, aber L oder B ist. Keine Ahnung. VB. Habt ihr euch die Hinweise schon angeschaut? Also, VBT. VBT. VLC Sheep. VLC Sheep. VLC Toe. Toe Sheep. Sheep Toe. Dia Poker. Was ist denn eine Typaktivität? USB? Nee. Was? Na, der Typ. Chill. Netflix und Chill. Oh Gott, die platzen wirklich. Wir müssen jetzt aus Gesundheitsgründen abbrechen. Mäh? Oder Mäh? Irgendwas mit Mackern? Wolle, okay. Wegen dem Schaum. Wir fragen das Publikum. VLC Player hatte. Oh, was? VLC Media Player. Oh. Vielen herzlichen Dank. Aber eigentlich haben wir VLC Player schon. VLC Player hatten wir. Media Player. Das ist der offizielle Name. Also streng genommen hatten wir VLC Player ein schon knappes, vorher. Ein knappes. Ja, vielen Dank auf alle Fälle mit 88 weißwurst.is. Wir wollen zum Schluss den Media Player dann auch tatsächlich wissen. So, das habt ihr euch verdient. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ein Applaus. Danke, dass ihr alle durchgehalten habt. Ja, die 4 Punkte machen es auch nicht. Nie wieder ein Eierlikör von uns. Okay, dann herzlichen Dank. Schön, dass ihr da wart. Nehmt die Schmerzen mit nach, wo auch immer ihr heute nicht schlaft. Und schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.